Moin, in der letzten Folge war ein bisschen Krimskrams mit Jojo und Vlad und Konstantin auch noch. Ja, weniger Konstantin, aber Vlad steckt es halt nicht ganz so gut weg, alles, ne? Ist ja klar. Und dann, das ich hatten irgendwann drüber gelabert, was die beiden jetzt so groß machen wollen. Sie haben gesagt, sie wollen sich zum Beispiel eine Immobilie besorgen, um Geld zu verdienen und noch ein bisschen anderen Shit drin zu machen. Also haben sie mal schnell drüber mit Konstantin geredet und sind zu einem Sarghotel gefahren. Der Besitzer hat sich selbstverständlich freundlicherweise bereit erklärt, sein ganzes Ding aufzugeben und ihn zu überlassen für ein bisschen Mund, also für wirklich ein lächerliches Gehalt. Aber offenbar ist er dann doch nicht so nett gewesen und wollte sich jetzt verpissen, während irgendwelche bösen Buben, ach ja, Humanes, das wusste man glaube ich schon, kommen. Es folgt Slapstick. Viel Spaß und bleibt geil. Also, deine Schlacke, die sonst eigentlich irgendwann mal schmelzen müsste, ne? Fängt an zu kochen. Oh. Jürgen betrachtet das völlig fasziniert für einen Augenblick. Das ist nicht witzig, was ist das? Keine Ahnung. Aber irgendwas stimmt hier im Astralraum sowieso nicht. Okay, das ist nicht gut, nicht jetzt. Ja. Hat dieser Durchgang Fenster, sodass man nach unten gucken kann? Was für ein Durchgang, ihr seid im Treppenhaus. Dinge, die ich da meinte. Ein Fenster, sodass man wohin gucken kann? Nach draußen. So nach unten. Ob da humane Stecker auftauchen gerade. Das Fenster ist echt ziemlich klein und du könntest bestimmt, wenn du rantrittst, was sehen, aber dann musst du halt über dieser 6 Meter kochender Schlacke hüpfen. Dann gehe ich halt eine Etage nach oben. Der Junge, der ist klug. Winkel ist natürlich relativ klein, den du einsiehst, aber da siehst du niemanden. Die sind bestimmt eh schon im Haus. Möglich. Wir sollten trotzdem jemandem Bescheid sagen. Dann mach das doch einfach. Ja. Ich rufe Flat an. Jo. Moin. Du, ich bin jo mit Jojo gerade hier in dem Sarghotel. Ist was Geschäftliches? Sie wurden weitergeleitet. Bitte haben Sie eine Sekunde Geduld. Alter, hat er mich gerade weggedrückt? Wenig später geht Konstantin ran. Was? Dieser Was? Idiot. Hey, Ich bin sag mit mal. Jojo. Nee, nicht du. Hey, Vlad. sag mal. Ich bin mit Jojo in der Immobilie. Wir hatten drüber gesprochen. Man hat uns gerade informiert, dass hier gleich Humanes auftaucht und uns umbringt. Und wo seid ihr? Ich schicke ihm die Adresse. Mann, verpisst euch, wir sind wieder kommen. Naja, wir vermuten, dass die schon hier sind. Wir können nicht raus. Und sind oben. Und die sind wahrscheinlich unten. Wir kommen. Das wäre freundlich. Piep. Konstantin ist Okay, dann sollten wir jetzt mal rausfinden, wo die Affen sind. Yep. Also nach unten geht es gerade schlecht. Nach unten kommen wir gerade vermutlich nicht. Vor allen Dingen weiß ich nicht, was das ist, was da kocht. Das kann jetzt gerade alles sein, von flüssigem Metall bis hin zu Giftschlamm. Geil. Dieser Laden hat eine zweite Treppe. Er hat einen Aufzug. Bloß, es gibt einen Grund, dass ihr die Treppe genommen habt. Und zwar ist der Aufzug kaputt. Das nicht direkt, aber das Sicherungsseil ist halt schon vor Jahren durchgerostet und manchmal es wirkt so, als wären da Widerstände am Werk, die jede Fahrt zu einem unglaublich tollen Adrenalinschub machen. Hast du Bock?
Gibt es da eine Möglichkeit, den scheiß Strom abzustellen von dem Aufzug, sodass wir einfach im Aufzugseil hoch oder runter kommen? Oder an den Leitern, die da sind, die Wartungsleitern. Ja. Wir finden mal Wahrnehmung und Industriemechanik. Musst du nicht würfeln. Ja, gibt es. Du weißt doch genau wo. Also durch meinen Kaban drückt man schnell die Aufzugstüren auf und dann siehst du ungefähr wo. Jetzt ist nur folgendes Problem. Du hast ja deinen Werkzeugkoffer ja nicht dabei. Das stimmt. Ende. Du kannst den entsprechenden Schrank, wo entsprechende Leitungen sind, nicht öffnen, weil da ist so, du brauchst so einen komischen Schlüssel und den hast du nicht. Oh. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, wir schießen den auf oder wir brechen den auf. Ja. Folgende Sachlage. Der Fahrstuhl ist über euch. Man weiß nicht genau, was dann passiert. Uncool. Na gut, wenn wir ihn aufschießen, wäre es erstmal egal, wenn wir das von außen machen. Das stimmt. Dann sehen wir ja, was passiert. Das stimmt. Wie viel zusätzliche Schrotmunition hast du eigentlich dabei? Zusätzliche gar nicht. Ich habe eine Ladung und meine Knarre. Na gut. Weil, also ich sag mal, es jetzt nicht auf eine Riesenschießerei ausgelegt war. Nee, das stimmt. So ehrlich muss ich jetzt leider sein, zu sagen, ich habe kein Ersatzmagazin mit. Nee, ich habe das ja auch nicht darauf ausgelegt. Ihr könnt euch auch ergeben. Niemals. Eher zauber ich. Okay, ja, noch ist nichts passiert, noch ist alles ruhig. Wir versuchen erstmal irgendwie einen Ort zu finden, wohin wir gehen können, beziehungsweise nachdem wir unsere Option jetzt abgeschätzt haben und festgestellt haben, dass wir wohl bis auf weiteres diese 6 Meter da auf der Treppe nicht überbrücken können, gucken, wo eventuell die Affen sind, die ja glücklicherweise auch nicht zu uns hochkommen, wenn die unten sind. Richtig. Also, um schon mal eins zu sagen, da die Scheiße ja kocht, bildet sich ja offensichtlich Dampf. Oh. So, dieser Dampf, der geht ganz geradlinig nach oben, wie das halt zum Beispiel ja so Dampf macht. Und dann ist eine Treppe drüber. Und da würde der sich jetzt festsetzen. So, und da zischt es dann auch. Und da entwickeln sich dann zusätzliche Dämpfe, aber die sehen nicht magisch aus. Schön. Du meinst also, egal was da oben ist, wird gerade vergiftet oder verätzt? Na, da drüber, über der Treppe, ist ja die Treppe nach oben. Oh. Aber das Gute ist, es sieht so aus, als würde die Seuche vor euch quasi sicher demnach irgendwann, ne, verflüchtigen. Oder nach unten sippeln. Mal durch. Ist bei uns gerade jetzt noch irgendeine Tür, oder? Ihr habt natürlich die Türen zu Wohnungen. Na guck. Nee, ihr müsstet eigentlich schon für das Sarkotel sein. Also habt ihr abgehend einen Gang mit unheimlich vielen Särgen. Okay, na in so einem Sarg möchte ich mich nicht verstecken. Das ist nämlich eine Todesfalle. Und Die Dusche natürlich, die Dusche. Also ich finde, auch mit Duschen bleiben. Ist nie etwas Gutes passiert. Aber erotisch sind sie. Aber es ist nie etwas Gutes passiert. Besonders nicht in Verbindung mit Gasen. Vor allen Dingen geht da ab und zu mal ein bisschen unwillkürlich das Wasser an. Also nicht in die Duschen. Der beste Punkt, um das zu verteidigen, ist eh das Treppenhaus. Weil da haben wir einen Schokbund. Mit der Option, in diesen Gang reinzugehen, um uns gegebenenfalls mal in Deckung zu begeben. Exakt. Wir haben nur Sarghotels, sagst du, ne? Bitte? Wir haben nur Sarghotels. Ein Gang mit Särgen links und rechts. Sind die leer? Bestimmt nicht alle, aber die Türen, die offen sind, sind vermutlich leer. Gut, die zu sind, werden jetzt zumindest mal abgecheckt. Da sind Leute drin, müssen sie die jetzt stören? Ja. Ja. Aber die machen ihre Särge nicht auf, das wäre total dumm. Ja gut, solange die zu bleiben. Ich habe nur keinen Bock, dass mir hinterher... Kann man die versperren? Womit denn? Weiß ich nicht. Du kannst ein paar versperren mit dem... du hast zwei Automaten. Einmal so ein Getränke- und Speisenautomat und einmal ist ein Kleiderautomat. Du kannst ein paar damit versperren, ja. Ich will nur einfach nicht, dass mir hinterher jemand in den Rücken schießt. Darum geht's mir. Der Kleiderautomat kommt
als zusätzliche Barrikade an den Durchgang zur Treppe. Damit wir quasi nicht nur seitlich Schutz haben, sondern auch nach unten. Hm. Quasi noch mehr Schutz. Kaban ist ja auch nicht mehr so stark. Mach doch mal diese Stärke- und Konstitutionsprobe, die du mir versprochen hast. Ohne Knochen oder mit Knochen? Zählen die in so einem Fall? Nee, Knochen sind zum Schadenswiderstand. Das okay. Wäre total ungerecht. Kaban ist voll stark. Also du kannst dieses Ding natürlich da hinschieben. Ist ein bisschen anstrengend, aber easy. Wusste ich. So, dann kommt außerdem das dahin. Kullert dadurch mindestens eine Tüte Gummibären, wenn nicht zwei, und eine leckere Cola in den Ausgang da. Oh, ich möchte mal ausprobieren, übrigens sowas da drauf auf das Kochzeugs zu dingsen, um zu sehen, was dann passiert. Auf das, was unten kocht, da willst du was draufwerfen. Ich möchte ja wissen, was dann passiert, nicht, dass ich da einfach drüber laufen kann und das ist nur irgend so ein, keine Was willst Ahnung. Du denn da draufwerfen? Hä, irgendwas, was aus dem scheiß Automaten kommt. Eine Tüte Gummibärchen. Ja, von mir aus. Und da ist ein. Das Plastik schmilzt und die Gummibärchen auch. Oh. Scheint warm zu sein. Okay, das wollte ich nur wissen. Aber unten ätzt es nicht. Oben frisst sie es schon ein bisschen durch die Treppe. Es dauert natürlich lange. Ja, es scheint auch erstmal kein humanes da zu sein. Also insofern ist mir das egal. Gut, die Dämpfe, die sich entwickeln, sind übrigens nicht so geil. Ah. Es riecht ein bisschen, wie als würdest du halt Plaststahl und Plastbeton verätzen. Das ist echt gesund. Nia. Details. Ja, noch scheint es ja nicht ganz schlimm zu sein, dass wir uns jetzt wirklich Sorgen machen müssten, da runterzukommen. Wo wir gerade nicht drüber können. Eine Gasmaske haben wir nämlich beide nicht mit. Richtig. Und ein Atemfilter höchstwahrscheinlich auch nicht. Der würde uns in dem Fall jetzt auch nichts nützen. Richtig. Würfelt mal bitte Wahrnehmung in Intischen. Eine Wahrnehmung was? Und in Tischen und die Äugelein. Siehst du sie alles? Das ist gut. Dann siehst du zum Beispiel die Mini-Drohne, die quasi von oben auf dem Treppenaufgang auf euch herabblickt. Oh. Ja, dann kann ich die auch anvisieren, nicht wahr? Du kannst sie jetzt vom Himmel holen, wenn du das sagst, das mir bewusst. Ich muss das dann nur sagen. Tue ich das. Dann tue ich das. Peng, klatsch, kaputt. Dann hörst du auch, dass von oben Schritte kommen. Aber sie sind leise. Und ich weiß, das hörst du mit deinen Augen, aber ich habe keinen Bock, euch nochmal würfeln zu lassen. Von oben? Ja, von oben. Durch den Ätznebel. Der ist ja von unten an der Treppe. Ah. Und da wir mal physikalisch korrekt sein wollen, breitet er sich natürlich erst oben in die Ecke aus, wo erstmal nichts ist, weil nach oben halt. Das stimmt. Und wird sich dann langsam erstmal in eure Richtung entwickeln. Ja, dann ziele ich doch, also lege ich meine Pistole an die Seite, sodass sie gleich wieder griffbereit ist. Mhm. Und nehme halt die Maschinenpistole in Anschlag. Ihr sagt, ihr wollt mal kurz eine Miniskizze haben, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir sagen auch, wir wollen erstmal gucken, wer da die Treppe runterkommt. Naja, deswegen zielt ihr ja schon wie so ein Behämmerter drauf. Achso, und ein Störsender geht an. Gut, oh, dass das wir schon okay. Hilfe geholt haben. Ne? Das wird die schönste Karte, die ihr je gesehen habt, Leute. Das habe ich ja richtig klug gemacht. Er wird sich wahrscheinlich aber auch nicht direkt zu uns ausbreiten, sondern dann unter der Treppe hervorquillen und dann ja, an der Seite natürlich. Nach oben quellen. Ja, natürlich. Alter, ich hätte Künstler werden sollen. Das ist so schön geworden, ich könnte kochen. Braucht ihr aus irgendeinem Grund Erklärung? Nö. Wow. Scheiße, okay. Ich hab was vergessen. So. So, du ziehst nach oben, falls jemand sich zeigt oder auf jeden Fall weggeplatzt. Und ja, der Aufzug ragt in den Gang. Das ist ein ganz besonders toller. Hier liegen diese Dinger da, mit denen ich Schutz gesucht habe, halt. Okay.
Und du bist dahinter und bla. Ja, ja. Nehmen wir an, dass sie eins längs, eins quer gestellt oder so? Ja, so dass es ja halt, dass ich möglichst viel Deckung kriege. Also ich und Jojo. Ja, deswegen eins quer, da kann Jojo sich hinterhocken oder ein bisschen ducken und eins längs, da kannst du perfekt hinten stehen und ihr könnt dann über das Kleine drüber springen, außer Jojo, die ja behindert ist. Ups. So, also du ziehst da oben hin, easy game. Dito. Gut. Und dann würfeln wir mal Initiative. Boah, 8. 12. Okay, also, Kaban sieht Folgendes. Ein faustgroßer Gegenstand prallt an der Wand ab und kullert dann, wie ihr wollt, die Treppe zu euch herunter. Ich sage nicht, dass es eine Granate ist, aber könnte schon sein, dass es so... Also ich schnapp mir Jojo und spring auf sie drauf. Hinter die Deckung. Okay. Okay, Punkt. Dann lasst uns doch jetzt mal was würfeln, Freunde. Nämlich diesen Schadenswiderstand. Jojo, du würfelst mal noch nicht. Ich mach erstmal Kaban. Ich müsste erstmal nur ganz kurz gucken, wie sich das hier verhält. Theoretisch wäre ich auch noch dran. Nee. Aber eine Granate explodiert immer erst am Ende der Kampfrunde. SR4 war eine tolle Sache, oder? Ach, und dann scheiße. Kam SR5 und wurde klug. Ach, scheiße. Aber wir haben ja gelernt, dass Granaten zum Glück jetzt nicht irgendwie schon böse sind. Naja, ich sag mal, Kaban fängt den Schaden ja für mich. Ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Wie viel kriegen wir denn durch die Teildeckung? Ich sag dir gleich den Gesamtwert für deine PB-Wade. Okay, so ein Automat ist ja schon eher robust, deswegen würde ich sagen, du bekommst plus 2 PB. Ah, warte mal. Ja doch, plus 2 PB bekommst du. Oh boy. Du hättest einfach in den Gang springen sollen. Jojo, du bekommst Kabans Erfolge als plus PB. Oh. Cool. Minus 3. jetzt... Nee, weil einfach sein Körper halt dann doch nicht das abfängt, weil es ja auch egal. Also plus 2 minus 3 oder wie ist das? Also kriege ich den Automaten auch oder nicht? Nee. Ich kriege nur Kaban. Du kriegst plus 8. Okay. Oh Gott. Was hatte denn so eine Panzerjacke Gedönse an Rüstung? 12. Ah! Ha! Genau wie der Folge mit Kaban. Alter, du hast halt noch nie so viel Konzi-Würfel gehabt. Das stimmt. Das Geile ist, du hast einen Würfel mehr als ich. Nee, ich krieg plus 8, 12 plus 4 quasi. Du kriegst halt einfach mal Kaban. Ja. Juti, also. Die Granate kommt zu eurem Glücke. 2 Meter vor der Automatenbarrikade zu mal liegen und verkeilt sich in ein wenig Dreck und Müll. Wirklich eklig. Außerdem einer Teufelsratte. Vor allem die Teufelsratte mit den... Ne, die war ja schon tot. Okay. Und die infiziert uns, schnell. Pass auf. Ja, das kommt hinzu. Ach nee, doch nicht. Vor allem die Teufelsratte fängt ja den meisten Schaden ab, so wie Gott es gewollt hat. Als eine gewaltige Explosion die Automaten 3 Meter zurückpustet und euch halb unter ihnen begräbt. Ihr bekommt Ihr bekommt zerstörende... 0k Schaden. Einen. 1k. Aber, es ist heiß, es ruppt euch jute Klamotten vom Leibe, jedenfalls ein bisschen oberflächlich, die Haare sind versenkt und es ist schon eine ziemlich heftige Explosion. Jojo weiß, dass ohne dass Kaban sich auf sie geschmissen hatte wie ein wildes, brünftiges Tier, sie höchstwahrscheinlich Matsch gewesen wäre. Ja, trotzdem verliert sie keine Zeit, Kaban von sich herunter zu befördern. Total nett! Was? Wie beförderst du ihn von hier runter, denn du bist echt schwach? Und ich bin echt stark und wir sind gerade einfach mal in den halben Raum geflogen. Ich möchte dich daran erinnern, dass vermutlich, da er sich wie ein echter geiler Kerl
so gemacht hat, dass er dir möglichst viel Deckung bietet, vermutlich. Du an seiner Brust mit deinem Gesicht bist und sein heißer Atem neben der Hitze der Explosion dir in die Haare und übers Gesicht gleitet. Außerdem würde er die Hände um dich geschlungen haben, um möglichst viel abzudecken und seinen wuchtigen, geilen, orgmassiven Körper über dich... delicious. Was denn das? Das war meine Willenskraftprobe. Doch nicht so delicious. Ja gut, es war nur ein Force-1-Zauber. Du merkst was. Force 1 weghauen? Ja. Dann darf er dem nochmal widerstehen. Sekunde, es geht gleich los. Ich möchte noch dazu erwähnen, dadurch, dass die Automaten natürlich geplatzt sind, Glasscherben sind eine Sache, außerdem Gummibärchen und Riegel über euch. Sowie eine aus dem Automaten gekommene, halb zerfressene Unterhose über Kabans Face. Also alles vom Feuer zerfressen. Alles wäre okay, aber diese Gummibärchen, ne? Die sind echt zu viel. Na, die schmelzen so auf der Haut, Junge, ist auch nicht geil. So, du möchtest deinen ich hau dich weg, Zauber machen, na gut. Ja, was muss ich denn jetzt noch? Ich muss noch einen W6 würfeln, ne? Wegen Unberechenbarkeit des Astralraums oder so. Ja, das musst du erstmal machen. Ich habe eine 5. Increase Force by 1d3. Würfel mal ein D3. Oh Gott, wie macht sich das denn nochmal? Du schreibst, Klammer auf, 1d3, Klammer zu. Ach, guck mal. Also Force 2, sagst du. Ja, mit 5 Erfolgen. So, 2. Den Zug kannst du dir sparen. Es ist ein Flächenzauber oder kein Flächenzauber, was sagst du? Willst du bloß Kabern wegkriegen oder alles? Ich glaube, das ist ein Flächenzauber geworden, automatisch. Juri, du hattest wie viel Erfolge? 2 plus 2, gut. Kaban, ausweichen lasse ich dich leider mal nicht würfeln, aber du darfst, Schadenswiderstand kannst du dir kaufen, ne? Mhm. Aber du wirst netto Erfolge Meter zurückgestoßen, das heißt, du wirst 2 Meter in die Luft fliegen, wobei ich leider dazu gestehen, warte mal. Würfel mal einfache Konsti plus Knochen. Es tut mir leid, Danny. Also, mit der Panzerung von den Knochen oder ohne? Mit den Knochen. Patzer. Nur die Konsterhöhung der Knochen, nicht die Panzerung. Patzer. Ja, dann ist es ein Patzer, 2 Erfolge. Gott, wir hatten schon so lange keine Patzer mehr. Ja, vor allem. Ne, es ist entweder eine 6 oder eine 1. Also, Danny, du wirst 2 Meter in die Luft befördert und mit deinem Kopf in einer Leuchtstoffrohre stecken, also nicht stecken bleiben, aber du wirst sie zersplittern, einen kleinen Schlag bekommen, 1G. Und dann, und hier kommt der Trick, wie ein nasser Sack senkrecht auf Jojo zum Liegen kommen. Damit meine ich krachend. Jojo, Schadenswiderstand. Au. Oh. Ist Panzerung kaputt oder nicht kaputt? Oder was zählt noch? Nee, die ist nicht kaputt. Deine Kleidung ist ein bisschen angefackelt. Und wir brauchen gar keine Encounter. Wir machen uns selber fertig. Ich habe 4 Erfolge. Gut, der Schadenscode ist folgender. Kaban, würfel mal Panzerung mit der Konsti-Erhöhung der Knochen. Ich meine nicht Panzerung, ich meine nur Konsti. Würfel mal so wie bei den normalen Panzerungswürfeln, bitte. Och, du Weicher, Alter. Ja, wenn, also ohne Panzerung, dann das. Ja gut, also Kaban wird auf dich draufkrachen und du wirst dadurch keinen weiteren Schaden nehmen. Aber wir haben, glaube ich, ein Perpetuum mobile erschaffen. Ja, denn das macht's jetzt nicht besser. Du bist nicht dran. Ich weiß. Juti, Kaban ist der Einzige, der nochmal dran ist. Sehr gut. Ich roll mich von Jojo runter, nimm mir meine Maschine. Bist du sicher? Es war echt lustig. Hast du ja mal Pinball gespielt? Ich roll mich halt runter, geh dann halt in eine auf die Knie, quasi auf die, setz mich so Knie, also knie mich hin, aus dem Liegen heraus und Richtung Feind. Du kannst, wenn du möchtest, wieder ein paar Meter bis zur Deckung gleiten.
Und auch wenn die Dinger einigermaßen zerstört sind, hast du damit immer noch ein bisschen Deckung. Dann würde ich das gerne tun. Sehr schön. Dann würde ich sagen, will jemand seine Initiative nicht behalten? Ich mag die ganz. Die ist okay. Ich möchte bitte eine neue. Na gut, dann gebe ich aber auch eine neue. Ha, siehste. Jetzt habe ich immerhin 10. Fucking Poser. Kaban! Du bist dran. Ja, wie gesagt, ich guck weiter hin, wenn keine Gegner auftauchen, Abdeckung und warten darauf, dass jemand runterkommt. Der kriegt dann direkt sofort eine Salve. Okay. Jojo. Konnte ich denn da jetzt irgendwas sehen? Also habe ich irgendein Ziel, auf das ich schießen kann oder gar nichts? Du liegst auf dem Boden. Ich möchte mich so weit aufrappeln, dass ich irgendwie handlungsfähig bin. Einfache Handlung. Gut. Möchtest du der Deckung kriechen? Ja. Was möchtest du im Auge behalten? Den Ort, wo gegebenenfalls die nächste Granate herkommt. Also oben, okay. Judy. Von oben hört ihr Schritte, die quasi jetzt zu dem Mittelstück der Treppe, was langsam gehen, aber noch scheint niemand, also es kommt einfach noch niemand in sich. Von unten hört ihr Schritte nach oben kommen. Allerdings scheint da jemand zu husten und zurückzugehen. Verdammt, das hatte ich vergessen. Scheiße. Übrigens seht ihr bei der unteren Treppe einfach nichts mehr. So, der Typ hat eine Granate geschmissen, jetzt schau da rum. Weiß nicht genau, was da abläuft. Na gut. Okay, eine Hand mit einer Pistole wird sich quasi rausschieben und in eure Richtung gucken und einen Schuss wild über euch, 5 Meter über euch abgeben und dann wieder zurückziehen. Ja. Natürlich könnt ihr als Reaktion drauf schießen, aber Leute, es ist eine Hand, ihr werdet nicht treffen. Sind wir mal ehrlich, es ist eine Hand. Das stimmt. Da will ich auch gar nicht hinschießen, weil da haben wir keine Chance, aber... du könntest sie anzaubern. Besser nicht. Da unter uns, da, also von unten, da waren ja auch Leute. Sind die jetzt wieder weg oder sind die noch da? Wir hören sie ja nur, wir sehen sie nicht, das weiß ich. Du hast Schritte gehört, die nach oben gingen, dann hast du einen Husten gehört und Schritte, das Husten wurde dann wieder leiser, weil es noch ein bisschen anhielt. Es hält immer noch an. Sie haben auch keine Jasmaske mitgenommen. Das stimmt, damit hat ja auch keiner gerechnet. Blindschuss mit der Schrote in die Richtung. Ich versuche auf das Husten zu schießen. Das ist auf jeden Fall nicht so, also das ist wieder die Treppe runtergegangen. Also warte mal, ich zeichne das mal kurz, ne? Ja, ich weiß, dass es wieder die Treppe runter ist. Die Frage, es hörte sich das so an, als ob es um eine Ecke gegangen ist. Nee, pass auf, das Husten kam ungefähr hier so hin. Ah, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Das Husten kam hier, wo der rote Pfeil ist, so hoch. Da war schon dann der Hustanfall und dann wieder runter. Ah, das heißt, ich habe gar keine Chance zu treffen. Genau. Okay, dann hat sich das mit dem Schießen erledigt. Der Dampf beschützt euch. Das stimmt. Bis er anfängt, euch zu vergiften. Ja, dann müssen wir uns was überlegen, wenn es soweit ist. Ah. Kriegen alle eine schöne Lungenentzündung. Nein. Cool. Du kriegst keine Lungenentzündung, wenn dir irgendwelche Dämpfe die Lunge zerfressen. Doch. Du wirst intoxicated. Das auch. Und ja, ansonsten können wir gerade nichts machen, glaube ich. Wir verbarrikadieren uns und warten. Ja, was anderes können wir nicht tun gerade. Wir haben ja die bessere Position. Also wir haben die bessere, also das klingt zwar blöd, aber wir haben an sich die bessere Position, weil die müssen uns rausholen. Unsere Verstärkung ist unterwegs, also von daher. Wie nah, muss ich jetzt mal ganz blöde fragen, oder wie ist denn, also wie zerfressen ist denn die Treppe über uns schon? Wäre es möglich, da ein Loch jetzt durchzuschießen?
Willst du mal hingehen und dir das angucken? Nee, die sehe ich ja von unten vielleicht ein bisschen. Nee, du siehst halt Dämpfe, die sich ausbreiten. Okay, na dann warte ich noch ein bisschen. So schnell geht's wahrscheinlich nicht. Du weißt ja, die Chemie braucht Zeit. Also ihr wartet ein bisschen, ihr seid jetzt immer zuerst dran. Was ihr hört ist, dass der Typ über euch... Ah, oh, scheiße, Alter. Jemand von euch würfelt mal Edge. Nee, den Durchschnitt eures Edges. Mach schon. 3 Erfolge. Das könnte mir echt reichen. Ich mach mal eine eigene Edge-Probe dagegen, würde ich sagen. Sind ja Menschen bei... Ach du Scheiße. Na gut, pass auf. Niemand kann was gegen das Glückskind tun. Also wisst ihr, was jetzt so ein smarter, innovativer, kreativer, teamfähiger, begeisterungsfähiger und kreativer humanes Dude macht? Der nimmt natürlich von oben auch so einen Getränkeautomat, denn was die können, kann ich schon lange. Würde versuchen, Treppe runter zu zerren, muss echt ein starker Kerl sein, oder sie sind zu zweit. Und dann würde der das quasi versuchen, da unten als Barrikade, also ist bestimmt sein Plan, würde ich jetzt mal denken, so hinzuschieben, dass er dann auf euch schießen könnte. Allerdings diese Treppe... Also ihr seht, wie einfach jemand die von der Treppe über euch zwei Personen mit einem Getränkeautomaten durch die Treppe durchbrechen und da unten zu liegen bekommt. Dann schreien sie. Wo allerdings nur kurz, dann gurgeln sie. Ja, unten. Die Treppe, ganz unten. Nee, also quasi die Treppe links, vom Bild aus jetzt links, die über euch ist, bricht nach unten mit zwei Typen und einem Getränkeautomat. Genau. Sie sind mir zuvor gekommen, das wollte ich doch mit meinem Schuss erreichen, dass sie da runterfallen. Naja, die wollten sich halt eine Deckung hinstellen, aber aus irgendeinem Grund war das, hat das, also ich weiß auch nicht genau. Wir müssen gar nichts dafür tun, die bringen sich selbst um. Ja, das sind ihre besten Encounter. Sehr gut. Die schreien übrigens nicht lange, weil dann spucken und röcheln sie und Lunge vermutlich und solche Dinge. Sie spucken Lunge. Ja, sie spucken bei ihrer Lunge. Das Schöne ist, jetzt geht die Luft, jetzt geht der ganze Rauch noch mehr nach oben. Ja. Das stimmt. Der Rauch verzieht sich, das stimmt. Naja, es verzieht sich ja nicht, also es verzieht sich ja nicht nur, sondern es dämpft auch noch die oben aus. Also wenn das mehr oben waren als zwei, dann kriegen die gerade oben, echt oben. Du hörst, wenn der Rauch sich nach oben weiter ausbreitet, zumindest niemanden, der es dadurch stirbt. Du hörst aber einige Schritte, die sich von unten, die sich unten entfernen, quasi wegrennen. Ha! Siehst du, wir brauchen gar nichts tun. Oh, es ist so schön, Magier zu sein. Kann helfen, ja. Das war noch unabsichtlich. Sei denn, die holen jetzt Gasmasken, das wäre natürlich doof. Aber dann kommen sie immer noch nicht über die Treppe drüber. Die kochende. Ja. Das sind zwar jetzt eher nur noch Pfützen, aber ja, ist immer noch schwierig. Und ihr habt jetzt nur noch eine Seite abzusichern, aber da passiert auch einfach nichts mehr. Cool. Also wir warten, ja. Ja, wir sollten vielleicht mal eben, willst du mal eben eine Nachricht schicken, dass die Typen auf dem Weg nach unten sind? Nicht, dass sie jetzt denen in die Arme laufen. Ich guck mal meinen Empfang an, wie der sitzt. Ach, scheiße, ja. Wir warten, bis wir die Treppe halbwegs gefahrlos passieren können. Okay, ihr wartet weitere 2 Minuten, dann ist es noch nicht ganz gefahrlos, aber dann hört ihr, wie quasi sirrende Geräusche von euch aus rechts sich ergeben und dann wird die Fahrstuhltür durch eine Salve von Schüssen durchstanzt. Ups! Die Frage, sind das unsere Leute oder nicht? Also wenn wir gleich verstehen, wenn sie durch die Tür kommen. Ich möchte mich bitte irgendwie in eine Art halbe, irgendwas Deckungsartiges vom Fahrstuhl aus begeben, bitte. Sind wir ja sogar, ne? Wir sind ja da mit dem, ja, okay, das geht. Ich nehme mal an, du hast dich vermutlich neben Kerbern platziert, ja, klar. Weil Meat Shield. Ich meine natürlich, weil. Hat gerade eben schon geklappt. Ja, also wenn da so, keine Ahnung, 30 Schuss raus sind, dann wäre erstmal Ruhe. Dann hört ihr aber ein Sirrengeräusch weiter nach unten, ja. Pro Waffe, das sind 2. Ich meine, wie viel Schuss hatten so eine Maschinenpistole? Ja, eben, das war so gerade. Alter, das ist jetzt die Möglichkeit, einmal drüber hinwegzuspringen. Das kannst du machen. Also bevor das Sirren wieder einsetzt, könntest du das machen, aber ja, kannst du machen. Ja, das gibt eine lange Salve. Also, ne, ich spring einmal rüber und da einmal eine lange Salve zurück. Okay. Ja, -6. Und minus Rückstoß.
Ich weiß nicht genau, wie viel Kompensation das Ding hat. Ich auch gar nicht. Steht bestimmt drin. Bestimmt. 4. Das ist ja mal gar nicht mal so schlecht. Also minus 8, sagst du. Ja, allerdings. Aber dafür kriegen die ja auch minus, ne? Also ist ja äußerst nicht. Ausweichen an so einem Seil. Weiß ich nicht, wie die das machen sollen. Stimmt allerdings auch. Sind ja keine Zirkuskünstler. Ja, ich, Jojo begibt sich auch hinterher, so ist es nicht, aber die ist nicht so schnell wie Kaban. Na, du hast ja einen Minimalschaden. Also du hörst zumindest kein Schreien, kein... nicht das weiche Einschlagen der Kugel in Fleisch oder irgend solche Geschichten, aber das Zirnen danach, das hörst du dann trotzdem. Die Tür, ne? Kann man sie noch aufdrücken? Das wäre natürlich doof, wenn die uns jetzt einfach nur eine Falle gelockt haben, ne? Die Tür vom Aufzug? Mhm. Ja. Dann drücke ich die doch jetzt mal auf. Okay. Würfel mal bitte Wahrnehmung sehen. Minus 2. Jojo ist wesentlich langsamer, möchte ich jetzt sagen. Die rennt jetzt nicht so schnell hinterher, kann sie auch gar nicht. Es sind auch nicht so viele Meter zu überbrücken. Okay, du siehst eine Waffenplattform, die nach unten fährt. Also zwei Waffenplattformen anseilen. Mit Maschinenpistolen. Waffenplattform? Also die Do-it-yourself-Variante. Du brauchst eine Platte, durch die du ein Loch machst, dann brauchst du einen kleinen Aufzugsdings, also so ein Seildings, und dann tust du deine Waffe mit Smart Gun rein und freust dich, weißt du? Nice. Ne? Von wegen, der Aufzug ist kaputt. Alter, sind das viele. Da, wenn ich da jetzt ein paar gezielte Schüsse draufsetze, dann kriege ich die kaputt wahrscheinlich schon, ne? Könntest das Seil so kappen, denke ich. Wenn du dir ein bisschen mehr Zeit lässt für das Seil, ist das die sicherste Variante, ja. Ja, dann würde ich auf Pistole wechseln und das mit der Pistole machen. Easy, die Seile platzen und du hörst ein leises Scheppern. Sehr gut. Wie viel Schuss habe ich dafür verbraucht? Ja, ich sag mal 2. Da ist echt Zeit, um zu ziehen. Da passiert einfach gerade nichts. Ja, Jojo kümmert sich immer noch mal so ein bisschen darum, dass uns keiner in den Rücken fällt. So ist es nicht. Naja, von unten, das passt, da passiert auch einfach nichts. Inzwischen dürften nur noch echt kleine Pfützen sein. Okay. Naja, die Frage, ja, wobei Kaban kam ja auch drüber, das heißt, Jojo wird's wohl auch halten. Die Treppe nach unten ist auch nicht, die ist nicht zerfressen. Jetzt, wo die Pfützen weg sind, sieht man, dass sie keinen Millimeter irgendwie beschädigt sind, außer dadurch, dass natürlich so ein Ding auf die drauf gekracht sind. Ja, klar, aber die sind von deinem Zauber nicht beschädigt, nur oben. Okay. Ja, sie begibt sich mal etwas vorsichtiger irgendwie jetzt die Treppe hinunter. Easy. Jojo, bleib hier. Das ist... Wir haben hier eine gute Position, die wir verteidigen können. Aber die Jungs müssen doch wissen, dass die Typen jetzt unten sind. Die Jungs wissen, dass wir hier Arschkarte haben. Das heißt, sie werden da vorsichtig reingehen. Ja, ist so. Jetzt habe ich den schon 3 oder 4 Mal eingebläut. Ja, Jojo bleibt hinter einer Deckung. Kaban würde eben kurz einmal nach Etage nach oben gehen. Also da, wo das Loch ist. Das ist durch die Treppe durch. Also du kannst versuchen, drüber zu springen. Ich denke, das Loch ist da. Jetzt. Dahin, genau. Ich würde halt nach oben gucken, halt was da so Phase ist. Wenn du guckst, siehst du nichts. Wenn du höher gehen wolltest über die Treppe hinweg, musst du so 2 Meter springen. Ich denke, das ist machbar. Mhm.
Jojo. Für dich. Hä? Schaffst du das? Was? Diese 2 Meter Sprung. Keine Ahnung. Weil die erwarten uns hier. Und das Loch in der Treppe ist noch besserer Schutz als... Ne? Da kommen die halt nicht so schnell rüber, wenn da jemand rüberspringen möchte. Und dann können wir ihn einfach in der Luft zersieben. Warte. Jojo kommt hoch zu dir. Vergiss es. Die kann auch nicht besonders gut laufen, das merkst du auch. Shit. Okay, dann verbarrikadieren wir uns hier. Ihr hört von unten Schüsse. Ah, die Kavallerie ist da. Sehr gut. Runter. Mhm. Muss ich jetzt mal einen Plan zeichnen oder was? Oh, shit. Nein, vergiss es. Einfach Beschreibung gut ist. Ich würde hier quasi nochmal aus dem Fenster gucken. Das sind jetzt noch 5 Schüsse und dann sind die alle tot. Da. Ob man unsere Jungs sieht. Weil. Eine Sekunde. Ich als die hätte ich gewusst, dass wir Verstärkung kriegen, hätte jetzt so getan, als hätten wir unsere Verstärkung gekriegt, das hätte uns damit rausgelockt. Du bist ja gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Unten der Eingangsbereich, der ist A schnell gemacht und sieht B ganz anders aus. Gab's. So. Ich sollte auch mal, ich habe schon das Steady-Syndrom, ich drücke nicht, wenn ich spreche, scheiße. So, Freunde, das schnell gemacht. Also ihr habt hier quasi den Treppenaufgang, ihr habt hier irgendwann den Fahrstuhl, dann habt ihr hier so eine riesen Eingangshalle, dann habt ihr den schönsten Tresen der Welt und dann habt ihr hier so ein paar Bänke und ihr habt da so einen Automaten und ihr habt da eine VR-Station, hier ist die Tür, eine riesige AR-Topfpflanze und mit AR meine ich natürlich Plastik. Dann habt ihr hier noch schöne Bänke. Ist das nicht alles hervorragend? Unter Teppich, der hat es zum ersten gemütlich gemacht. Also, natürlich ist es für die Treppe nur nach oben. Oh, meine Pfeile sind doch immer delicious, Alter. So. Wo willst du runterkommen, Meiner? Du willst erstmal um die Ecke lunzen, hier so dann quasi erstmal Überblick über die Lage verschaffen, sagst du. Mhm. Gut, also Humanis wird selbstverständlich grün, denn Humane sind ja die Guten. Das ist richtig. Da ist einer, zumindest hörst du das von Schüssen, die da kommen, da ist einer und da ist einer. Betrachten wir mal die Ganglage außer euch. Es sind Vlad, Konstantin und der Bulle. So, also Konstantin hier draußen bei einem Motorrad hat der Junge Deckung gesucht, wie ihr wahrer Kerle. Der Bulle wird vermutlich auch draußen Deckung gesucht haben, die ich jetzt nicht einzeichne, aber sie ist vor ihm, falls ihr das vergessen haben solltet. Vlad, in dem Moment, wo du da durchlunzt, ist nicht total bescheuert, oder? Ist total bescheuert. Sag mal, Deli, du kannst da nicht mitten in den Raum Platz zeichnen, der ist doch nicht total dumm. Nein, der ist gerade hier. Der rennt hier so in die Richtung. Also, rennt mitten in den Raum. Es liegt quasi auf dem Präsentierteller und warte nur darauf, dass sich 4 Pistolenläufer auf ihn richten und gleichzeitig abdrücken. Nee, also wenn Kamera gerade runterlunscht, dann ist es so, dass 4 Waffenläufe, Pistolen, in seine Richtung dingsen und gerade schon abdrücken. Ja, das ist gerade die Sachlage. Lasst uns doch jetzt nochmal Inni werfen. Was haltet ihr denn davon? Alter, ist ja... Ich möchte ein Edge ausgeben, um zuerst dran zu sein. Oder nein, es ist mir lieber zusätzliche Initiative-Dings zu haben. Das heißt, ich darf 3 Würfel würfeln, glaube ich, ne? Ich glaube, es sind 4 oder 5. Okay, ich möchte diese Variante. Daddy, 5? 5. Oder sonst 5. Das Maximum, was geht. Die Schrote im Anschlag. Das Geschwisterpaar geht ab. Ich sag mal so. Respekt. 27 plus, wie viel hast du? 6? Hast du 33? Plus 6, weil sie einen Abzug hat. Hast du 33? Ja. Ich glaube, du bist als Erster dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, niemals. Aber... Niemals.
Die lässt doch nicht ihren Bruder da verrecken. Was hat Jojo jetzt? 33. Und du so? Puh, 13, ne? Ich weiß auch nicht, warum du sagst, dass dein Bruder da verreckt. Die Aktion kann eigentlich gar nicht schief gehen. Ich glaube, Jojo ist... Nee, doch, Jojo ist zuerst dran. Gut. Erzähl mal. Wer ist denn da bei mir jetzt in der... Der eine Typ hier, warte mal. Der da, ne? Der ist ja direkt in meiner Schussrichtung quasi. Also nehmen wir mal an, dass du quasi dich so hinter Kaban seitlich vorbeidrückst. Oder du zumindest neben Kaban stehst. Ja. Der ist hier, ja. Dann ist der jetzt der Erste, der dran glaubt. Weil ich kann jetzt auch keinen Zauber machen, weil der garantiert total in die Hose gehen wird. Also ich weiß überhaupt nicht, was du hast mit diesem Zauberding. No risk, no fucking fun, Alter. Mhm. Das heißt, sie hat... Warte mal. Ja, nee, okay, ich spiel erstmal weiter. So, sie hat aber auch nur eine Chance, den einen zu treffen, ne? Nicht zwei. Wir spielen ohne sinnlose Nervstreuung. Okay, das heißt, die batzt jetzt auf jeden Fall den einen weg. Wenn sie gezielt... Willst du Kaban als Deckung missbrauchen oder nicht? Und das gilt natürlich jetzt für die gesamte Scheißkampf. Also zumindest für den Eni-Durchgang jetzt. Das würde bedeuten, dass sie... Nee, Vlad ist hier gerade zu wichtig. Okay. Das würde bedeuten, dass du minus 1 auf den Schuss bekommst und plus 2 für alle Verteidigungswürfe. Ehrlich gesagt, ist ihr Vlad gerade zu wichtig dafür. Na Judy, folgende Modifikatoren. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nur Stein. Reichweite ist okay. Sieht eigentlich ganz schnucklig aus. Judy. Wieso? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso du nur 5 Würfel hast. Was ist das für ein 5 Würfel? Achso, ich bin dumm. Das war die Ini. Alles klar. 2 Erfolge! Das ist echt wenig. Aber wobei kann der ausweichen? Keine Ahnung. Das ist ein Kampf. Ich möchte etchen. Ach, plötzlich wollen wir etchen. Ja, bringt mir auch nur einen Erfolg. Mehr 3 Erfolge. Der Erfolge, wie viel Schaden willst du nur so machen? Warte, der hat BB plus 5, weil sie Flechette Muni drin hat. Ansonsten macht... oh Gott, welche waren das? Das war die Remington 990, ne? Verdammt, ja. Ich hätte plus 1 gehabt. Egal. Würfel sind halt noch nass, mir da egal. Wieso hast du plus 1? Smartlink? Ja. Zielvisier. Okay. Bringt nichts, egal. Juti, das gute Stück. Oh Gott, welcher war denn der Wert? Ich glaube, 10 Grundschaden hat die. Und Flechette plus 2 oder was? Yep. Na gut, also lächerliche 9 Schaden. Läuft. Also habe ich 12 plus 3. Weil ich 3 Net-Hits habe. Also 15. Ich habe hier 12 Schaden. Okay. Na gut, also du triffst ihn von hinten mit einer Schrotflintenladung in den Rücken und ein wenig des Schrotes wird sich auch in seinem Genicke ansammeln und dann spritzt Blut nach vorn und er bleibt über der Bank, die er als Deckung benutzte, liegen. Posa. So. Vlad ist der Nächste. Denn der Junge weiß ja, was er macht. Jetzt ist ja folgendes Problem. Der Pfeil, den ich da eingezeichnet habe, das war ja seine Marschrichtung. So. Da ist ja noch einer. Ja, das stimmt ja. Aber da ist gerade ein Schuss lang hier Dings. Der wird bestimmt richtig klug sein und in Schüsse, die von da kommen, reinrennen. Der ist doch vernünftig, Alter. Na gut. Das ist, glaube ich, der, den er... Na, der kann nicht weiter zu dem weiter oben. Dann rennt er in die Schüsse rein und den anderen rechts, den wird er schon nicht mehr sehen von der Position, wo er jetzt ist. Der rennt? Der hat keine Waffen? Na klar, hat er eine Waffe. Der ist doch eine Waffe. Du bist doch auch eine Waffe. Was willst du? Oh, weil, und außerdem hat er ein Messer in der Hand. Außerdem hat er einen Nova-Pokémon in der anderen.
Nein. Ich weiß nicht, auch nicht, ob Nova guckt irgendwelche. Ich glaube, es gab nur Charisma und so ein Shit, ne? Und hohe Schmerztoleranz. Das ist immer gut, denn er wurde auch schon getroffen, wie sich das hier hört. Ja. Na gut, also er rennt zu dem Typen hinterm Tresen und springt drüber, aber das hört ihr nur noch, als dass ihr es seht, weil ihr wisst schon, der Winkel und keine Ahnung, was dann passiert. Der nächste ist ja bekanntlich Cabane. Ja, ich würde halt quasi die Treppe runterkommen, weiter hierhin. Und da ich dann diesen hier wahrscheinlich als erstes sehen werde. Der ist ziemlich gut, ja. Dann werde ich dem doch eine Salve verpassen. Okay. Kurz, lang. Mittel. Auf lang habe ich zu hohen Abzug, glaube ich. Das wäre nicht so schön. Na, du hast halt den Zweierabzug von Dings und was ist das, eine Maschinenpistole? Na, du hättest nochmal eins für Reichweite, also minus drei. Jo, das minus drei reicht mir eigentlich. Also kurz oder was? Jo. Okay, na dann hast du offensichtlich minus eins. Hä? Minus eins wegen Reichweite. Es sei denn, du willst eine einfache Handlung zum Zielen benutzen. Was du machen kannst, weil eine kurze Salve nur eine einfache Handlung ist. Ja, woher krieg ich denn jetzt minus zwei? Minus 1 bekämst du, wenn du nicht zieltest. Bei ja. Beim kurzen. Genau. Genau. Wenn du zieltest, dann bekämst du nicht minus 1. Okay, dann habe ich also jetzt nur insgesamt minus 1. Nee, dann hast du 0, wenn du zielst. Bei einer kurzen Salve. Verstehst du, was ich meine? Benutzt du deine Sichtvergrößerung bei einer kurzen Salve, was du da machen kannst, weil die nur eine einfache Handlung kostet, dann hast du keinen Malus. Ja, ja, das ist richtig. Ja, und dann kannst du aber chillen. Ich redete über den ganzen Malus halt. Hast du Schaden genommen? Nö. Nee. Na dann. Ja gut, ich dachte schon, der Rückschuss, aber das reicht ja weiter. Nee, die reicht ja. Bei einer kurzen Zahl ist easy. Jupp. Hahaha. Du denkst, du hättest ihn, aber dann zieht er einfach den Kopf ein. Also ich meine, du hättest ihm auf jeden Fall den Kopf weggeblasen und das wäre dann an die Wand gespritzt und sähe außerdem ziemlich cool aus, aber leider hat er sich geduckt. Ärgerlich. Das stimmt nämlich. So, der Bulle hätte ja eigentlich gerne auf den Typen hinter den Tresen geschossen, was anderes kann er eigentlich nicht machen, aber da irgendwie muss wohl Vlad mit dem verkeilt sein und Liebe machen oder sowas, deswegen gehört das nicht. Konstantin kann auf den da hinten schießen und trifft. Ja, die ducken sich halt alle. Was willst du denn da? Feiglinge. Dreckige Ficker allesamt. So, ich habe noch zwei drei humane Menschen. So, Boy number one. Der will auch nicht auf seinen Typen schießen, um Karban zu killen, aber der kann ja auch euch abschießen. Geek the Orc First, habe ich doch gehört. So war das doch, oder? Na klar, die Frau kann man ja vielleicht noch benutzen. Ja, die Frau ist vor allen Dingen kein Orc. Du bekommst übrigens minus 2 zum Ausweichen. Das geht dann quasi, das war ja Geschick und Reaktion, Intuition. Genau, wusste ich. Nein, wusstest du nicht, du verdammter Lügenkobold. Ein Pferd springt niemals höher, als es muss. Okay, du drückst dich quasi so kurz wieder die Treppe nach oben rein. Und nein, das wird dich nächste Runde nicht behindern oder nächsten Durchgang, weil er seine Schrotflinte zückt, in deine Richtung schießt und die Wand hinter dir zum Platzen bringt und kleine Bröckelchen durch die Luft fahren. Wir haben noch mehr Leute. Was machen die denn alle? Die haben doch richtig Spaß. Der hinten, der macht Dinge mit Vlad. Also, okay. Und der Typ, der kann euch gar nicht abschießen, also wird der schießen auf Konstantin. Es ist ja so, dass
Der einzige Counter zum Kampf mit Schusswaffen, das Kopf einziehen ist. Das beherrschen hier alle äußerst gut. Muss man sagen. Der nächste ist ja bekanntlich Jojo. So, an wen kommt die denn jetzt noch ran? Wahrscheinlich den nur an unten das... rechts. Gut. Wenn du dich nicht bewegen willst. Erstmal, wenn ich den erstmal so abschießen kann, bei dem anderen weiß ich, glaube ich, gar nicht, dass er da ist, weil ich den noch nicht gesehen habe. Doch, ich habe den Schuss von da gehört, mitgekriegt. Du weißt ungefähr die Position durch die Schüsse, aber du kannst nur den unten rechts sehen. Ja. Du bekommst -1, es sei denn, du möchtest zielen, aber dann kannst du natürlich keine coole Schrotflintensalve schießen. Stimmt, ich könnte mal eine Salve schießen. Habe ich auch das gerade angemacht, sonst hätte ich das gern bei euch getan, muss ich sagen. Ja. Nö, mache ich das. Rückstoßkompensation hast du wie viel? Ich habe ein Schockpolster und ein Gasventilsystem, also ich glaube 3. Plus Stärke, also 4, also passt das. Okay, kriege ich jetzt irgendwelche Boni, Mali, irgendwas? Nee, ne? Du bekommst -1. Ja, ja. 3 Erfolge. Na gut, also nur dadurch, dass Kaban ihn dazu gezwungen hat, den Kopf runterzunehmen, konntest du jetzt gedankenlos durch die Bank, die davor ist, die du natürlich zertrümmerst und die Leiche des anderen Typen noch und dabei ein bisschen wegschießt, durch die Plastikpalme durchschießen und seinen Körper gar artgerecht treffen. Er scheint verwundet, aber nicht tot. Wie viele Net-Hits habe ich denn? Egal, ich habe 10 plus 2, also 12 plus Net-Hits, also musst du selber wissen. Weiß ich auch. Gut. Stimmt, plus Salve. Ha! Die Salve gibt ihm nur Ausweichzeug. Das reicht mir ja. Das hat man gemerkt. Der Kaban hat ja auch schon auf den geschossen. Der hatte gar keine Schnitte mehr, der arme Kerl. Hat er auch nicht verdient. Kaban hat nur die Vorarbeit gemacht. Nur deswegen konnte ich jetzt überhaupt treffen. Ja, das wollte ich damit sagen, aber Kaban ist ja nicht nochmal, erstmal ist ja Vlad dran. Vlad macht Dinge dahinter, weiß keiner, was da hinten passiert. Vermutlich wird einfach sein erster Sohn gezeugt, Kaban. Ich wusste ja auch, also der Typ hat sich gerade wahrscheinlich lang gelegt, der da liegt. Er ist gegen die Wand gepfeffert und ist so halb sitzend. Das ist das Äquivalent zu liegen, ja. Gut. Ich weiß nur, dass Vlad gerade halb durch den Raum gerannt ist und weiß nicht, was er tut. Dementsprechend ist der immer noch in Gefahr, weil der Typ sitzt ja immer noch ein Typ so irgendwo links neben mir. Das heißt, ich trete einmal um die linke Ecke, also um die Ecke und ziele nach links und würde dann den Typen erschießen wollen, würden der dann direkt vor mir steht. Alles klar. Waffenmodus? Der ist nah genug dran. Das gibt eine lange Salve. Eine lange Salve, das heißt, du hast jetzt -8, Rückstoßkompensation war 4, wenn ich mich recht entsinne, also hast du -4. Richtig, der baut sich ja nicht ab. Ah ja, da war was. Aber er hat auch keine Deckung, also ich meine, komm schon. Blüpp. Dafür kriegt er wenigstens richtig fette Abzüge beim Ausweichen. Wenn du jetzt so einen netten Erfolg hättest, wie viel Schaden würdest du gern damit machen wollen? 5 Basis PB minus 0 plus 1 dann. 5 kann nicht sein. Das ist meine Accuracy. Entschuldigung, sorry, ich bin verrutscht. 7. Ja, so 9. Ja, ich meine natürlich eher so 7. Ich kenne mich doch aus. So. Sorry. Also 8a sagst du, na gut. Ja. Verpasse ihm ein paar ordentliche Schüsse in die Schulter, allerdings scheint er nicht umzufallen, aber doch beeindruckt, weil der blutet und solche Dinge. Sehr gut. Der Bulle kann ja nichts mehr machen, der wird sich umpositionieren, das wird er aber nicht richtig sehen. Konstantin, Konstantin wird vermutlich Vlad zu Hilfe eilen. Jödi, Humanis. Haben die überhaupt noch Handlung? Was soll denn das jetzt? Ich will nur was von meinen 33 Inni haben. Na, siehst du, dann willst du die ja ausschöpfen. Da willst du also noch zweimal dran sein. Ja.
Während die anderen eher nicht mehr so dran sind. Ja. Dann ist die Frage, warum hast du noch nicht gesagt, was du tust? Weil der Spielleiter mich bis jetzt noch nicht gelassen hat. Wieso? Du hast doch zwei Handlungen gemacht. Ja. Na, siehste, ne? Warte mal, erstmal Humanes. Okay. Ich dachte, die hätten keine mehr, deswegen frage ich. Der eine hat aber noch. Cool. Auch mit den ganzen Schadensabzügen? Ja. Minus 2, passt schon. Kampfdrogen. wenn du 8k kriegst, kriegst du halt minus 2. Das ist meistens nicht ganz so signifikant. Und Kampfdrogen. Jetzt hör doch mal auf mit deinen Kampfdrogen. Die Jungs sind verzeibert. So. Verzeibert. Die hatten einfach richtig Bock. Die haben sich vorher eine Moralpredigt angehört und jetzt wollen die einfach. Na gut, also der Fokaban steht vor allen Dingen, kann halt noch was machen. Der andere hat dann doch ein bisschen viel Schaden, aber der hat halt noch Lust. Jetzt stehst du von dem weg, so weit. Hey, das klappt sogar, okay. Er wirft dann etwa faustgroßes Objekt in deine Richtung. Dann rennt er aber geschwind wie ein Wiesel hier so hinter, weil der möchte gern Deckung haben. Und wo werfen ist dann eine einfache Handlung? Guck mal, wie gut der wirft. Alter, bitte was? Ich weiß, das ist ein bisschen dumm von ihm, weil die Reichweite, die er da aufbaut zwischen sich und dem Projektil, ist es gar nicht ganz so groß. Aber man muss ja auch mal no risk, no fun. So. Was war das letzte? Ach ja, du. Du hast folgende Möglichkeit. Jetzt kann man natürlich einer Granate nicht so gut ausweichen. Ne? Ich würde gerne in den Schacht hier springen, wenn das geht. Hast natürlich jetzt eigentlich keine Aktion mehr. Und außerdem müsstest du die Türen aufmachen, das kannst du schon mal vergessen. Ach so, die Tür ist nicht offen. Also du könntest versuchen, die Treppe hochzuspringen. Die Granate liegt natürlich nicht direkt vor dir, sagen wir mal ehrlich. Aber, tja, also du, du kannst immer eine freie Handlung auf dich nehmen, um dich fallen zu lassen. Er könnte möglichst viel Distanz zwischen sich und die Granate zu bringen. Ja, wie denn? Der kann doch nichts mehr. Wegspringen und sich auf den Boden schmeißen. Jupp, das ist so das Einzige, was ich kann. Ich springe in die Richtung auf den Boden. In der freien Handlung. Da ich die Granate nicht einzeichnen werde, wirst du nach oben die Treppe raufspringen, glaub. Obwohl, nee, weg ist schon. Nee, darüber. Nee, du warst schon richtig da, das passt schon. Würfel doch nochmal diesen Schadenswiderstand, aber du bekommst auch PB und er nennt sich Minus. Das ist ja voll erbärmlich, Alter. Minus 2. Ja, Kaban macht sie alle fertig. Ach, Jojo, du würfelst übrigens auch mal Schadenswiderstand minus 2. Ich hasse dich. Also ich meine, du hast sogar noch Handlung. Du könntest, wenn du 10 Ini opferst, dann dürftest du sowas wie Ausweichen machen. Da könnte man drüber reden. Wenn ich 10 Ini opfere, könnte ich versuchen, eine physische Barriere über die Granate zu stülpen. Nein. Okay. Dann versuche ich jetzt mal sowas wie Ausweichen zu machen, denn ich möchte nicht in der Granate sitzen stehen bleiben. Okay, du bekommst Reaktion, Intuition plus Willenskraft minus 2. Kaban, zu dir komme ich gleich, aber du kannst ja schon mal deine weiteren zwei. Nee, du hast insgesamt 5k jetzt. Ich habe 2 Erfolge. Und 2G. 2 Erfolge? Ja. Sag mal, das entspricht. Wieso 2G? Ich hab nur 1G. Echt? Hier ich hab 2. Ah, nee, du hast ja. Hast du von einem wegen Jojo bekommen? Ja. Du hast einen bekommen, als du gegen die Lampe gekracht bist, und einen hast du bekommen. Der steht hier einfach, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es auch nur 1G, es spielt eh keine Rolle, weil es keine Abzüge sind. So. Jojo. Mhm. Sag mal, du bist 2 Meter weiter weggekommen. Na, ja, sag mal 1 Meter. So. Das heißt, du darfst jetzt trotzdem noch Schadenswiderstand würfeln. Minus 2.
7 Erfolge. Willst du mich komplett trollen? Ja. Mann, du bist so weit weg, die Granate macht eh keinen Schaden mehr bei dir. Haha. Das nächste Mal mache ich den Kaban und benutze Splittergranaten, das ist viel lustiger. Na gut, also die Granate detoniert und es wird wieder heiß und kalt und außerdem ganz schön laut. Es zerfetzt euch natürlich nicht die Trommelfelle, aber es ist ziemlich nah dran. Es verbrennt euch die Faces, die Augenbrauen und was noch so an Schambehaarung im Gesicht vorhanden ist. Des Weiteren die Klamotten. Kaba nimmt diesmal ordentlichen Schaden und wird ein wenig durch den Raum gekullert, während Jojo vermutlich aus der Dampf- und Aschewolke, Asche vielleicht nicht, doch, der Teppich ist ja verbrannt, dir entgegenwölbt, dann einfach nur cool und ohne mit der Wimper zu zwinkern dastehen wird, allerdings voller Dreck, was ein bisschen eklig ist. Außerdem ist sie dran. Ha! Ich sehe nichts, oder? Klar siehst du was, Mann, das war bloß scheiße. Okay, dann möchte ich jetzt, weil den Typen von... wen habe ich denn im Blick? Habe ich immer noch den im Blick, auf den ich gerade geschossen habe, oder auch den anderen? Ja, du musst ein paar Schritte wieder rantreten, dann kannst du den wieder im Blick haben. Was ist mit dem, der gerade die Granate geschmissen hat? Na, da müsstest du halt da runterlaufen. Okay, das wäre gar nicht so klug jetzt gerade, meinst du? Wobei, der hat bestimmt auch was abgekriegt von seiner eigenen Granate. Wer weiß. Weiß ich nicht. Ich versuche jetzt erstmal den Typen zu erschießen, der da hinten ist. Dann ist der wenigstens weg und, schießt auf niemanden mehr. Hast du bisher einmal geschossen? Oder zweimal? Ich habe bisher zweimal geschossen. Einmal eine Salve, das heißt, du hast -4 Rückstoß und wenn du jetzt, was willst du denn jetzt schießen? Normalen Schuss erstmal. -5 und du hattest wie viel Rückstoßkombi? 3 oder 4? 3 habe ich. Und dann -2 und Reichweite -1. 4 Erfolge. Ja gut, er ist tot. Du presst ihn gegen die Wand, eher gesagt ein Schrot, und seine Augen quillen aus den Höhlen. Besser gesagt, der Brei, der davon übrig ist, weil deine Geschosse ein bisschen unterhalb seiner Augen einschlagen und den Kopf zerplatzen lassen und dann quillt das halt oben so. Nee, die quillen nicht oben raus, sondern die quillen quasi in den, ich sag mal, geöffneten Kiefer nach unten, quasi in den Restmund. Jojo ist ein bisschen stolz auf ihr Kunstwerk. Es ist tatsächlich ganz schön ekelhaft. Jojo ist ein bisschen stolz. Wir könnten jetzt Inni würfeln, aber ich könnte doch einfach sagen, Kaban ist der Erste. Ja. Das ist schon, also ich raffel mich erstmal auf und versuche mich zu orientieren. Ja, ihr habt alle noch ein leichtes Piepen im Ohr. Der Typ, der die Granate geworfen hat, ist in der Deckung. Der Typ ist tot, der Typ ist tot. Und da wird geschnetzelt. Dementsprechend, ich mache eine Wahrnehmungsprobe. Ich muss mich erstmal orientieren. Einfache Handlung. Okay, das ist eigentlich alles genauso, wie du gesagt hast, nur dass Konstantin inzwischen, der wird kurzzeitig in Deckung gegangen sein, also wird er irgendwie auf halbem Weg sein zu Vlad. Und der Bulle wird jetzt langsam in den Türrahmen treten, aber der kommt auch erst aus der Deckung. Das heißt, du hast bisher die beste Position, um den anderen Typen irgendwie zu ficken. Ja, dann, halte ich da einfach mal hin und hoffe, dass ich also Spray and Pray halt, weil. Du hast nicht mehr genug für Sperrfeuer, ne? Ich hab noch 10 Schuss. Das reicht mir eigentlich nicht für Sperrfeuer, muss ich sagen. Spray and Pray ist aber trotzdem okay, der wird ein bisschen Deckung bleiben. Ja, es ist halt so. Da irgendwo hin, hoffe ich, treffe da irgendwas. Aber ich sehe das gerade nicht so wirklich bei mir. Okay. Der Bulle wird unten rechts langsam hingehen, wo der andere ist, um ihn zu flankieren. Also wo die Leiche ist, der Haufen, um ihn zu flankieren, Jojo. Jojo ist dran? Ja. Konstantin und Vlad sind beschäftigt, die machen Liebe. Ja, Jojo kommt jetzt auch langsam runter, weil da sind jetzt genug mit dem Typen beschäftigt. Na, du siehst doch einfach, dass der. Also von dem, was Kaba macht, könnte man annehmen, der humane Typ rechts ist oben ist in Deckung und der Bulle wird ihn flankieren. Ja, das erinnert nichts daran, dass Jojo jetzt trotzdem runterkommt. Die kann sie irgendwo was machen noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Kannst ja zaubern. Ja, das wäre total intelligent. Na, du kannst zwei Sachen machen. Du gehst rechts an die Ecke, quasi so hierhin, um den Typen oben rechts auch nochmal irgendwie weiter zumindest in Deckung zu halten oder vielleicht zu töten. Oder du gehst auf die andere Seite und willst irgendwie im Nahkampf bei den anderen mitmischen oder was du halt so machst.
Ja, das wäre total intelligent, jetzt in den Nahkampf zu gehen. Nee, sie geht tatsächlich da unten hin und schießt einfach auf den Typen. Ich sag mal so. Du schießt auf ihn, du triffst ihn vielleicht einmal, vielleicht hat Carver ihn auch durch die Deckung einmal so ein bisschen zumindest angehittet und der Bulle wird dann irgendwann rechts unten sein und ihn von der Seite irgendwie ordentlich in den Kopf schießen. Ja, ich will nur, dass der da unten bleibt. Ich schieß einfach in seine Richtung, das ist alles. Ja, du hast eh nicht mehr ganz so viel Schuss, von daher passt das. Ja. Yep. So, wenn so ein paar Schrotkügelchen über dich drüber sensen, hältst du den Kopf unten, bis du mal nach links guckst und denkst, oh, da, warte mal. Pff. So war der Plan. Sekunde, Paint und so. Ich bin jetzt glatt versucht, Jojo rufen zu lassen, ihr könnt jetzt mit dieser Nahkampfscheiße aufhören. Aber alles klar, Paint. Ich werde es nicht tun. Da war ja nicht mal ein Adept, ich weiß überhaupt nicht, was es jetzt soll. Das war eine Hommage. Das habe ich verstanden, deswegen sagte ich ja, da war nicht mal ein Adept. Vlad ist ein Cyber-Adept. Nee, Vlad ist vollkommen wahnsinnig eigentlich. Ja. Also, der Rauch wird sich verziehen, des Gefechtes meine ich. Ihr seht einen Haufen Blut und Leichen und von hinterm Tresen hört ihr dumpfe Geräusche. Okay, dann gehe ich ja jetzt trotzdem mal langsam gucken. Irgendwie macht mir das ja jetzt doch ein bisschen Sorgen. Die brauchen schon viel zu lange für den Typen. Na, Konstantin wird sich, wenn du auf dem Weg darüber bist, dann auch langsamer heben. Okay. Und über den Tresen steigen. Das hört deswegen nicht auf. Ich will es ja klar. So, Verletzte. Frischling. Mhm. Oh ja. Danke. Vlad, hör auf, Mann, Alter. Er wird nicht aufhören. Ich zieh mir so ein kleines Schrapnell aus dem Rücken. Au. Womit seid ihr hier? Den Motorrädern, aber die stehen ein bisschen weiter hinten. Okay, dann 5 Minuten müsste eigentlich der Prof da sein. Nicht notwendig. Doch. Keine Welle wieder. Aber wartet am besten. Lass mal kurz gucken. Du verblutest nicht und du auch nicht. Vlad! Es wird nicht aufhören. Jojo, geht jetzt dahin. Da wird Konstantin aber schönen Arm vor dich halten und er wird dich nicht berühren, wenn du nicht in ihn reinläufst. Mach sie nicht. Dann wird er sich nochmal über den Tresen schwingen und dann wird er Vlads Kopf von hinten packen und in das zertrümmerte Face des Humanistypen drücken. Doll. Dann wird Vlad hochspringen und wird Novakok, Geilster Scheiß. Dann wird er quasi bei dem Tresen, da ist aber dann so eine Seitending, wo man halt raustreten kann, wird er da raustreten, fuchtig, und wird quasi die Hälfte des Tresens da wegtreten an der Ecke, sodass noch ein wenig Schrapnell in Kabans Richtung fliegt. Yay. Oder rausstürmen. Wobei, warte mal, wird Konstantin jetzt dumm sein? Na klar, Konstantin wird versuchen, ihm Einhalt zu gebieten mit seiner lauten und äußerst, Herrschaftsansprüche wahrnehmenden Stimme. Ey, sorry. Oder was? Er wird sagen, du bleibst hier. Und Vlad wird das nicht machen. Der Bulle wird derweil nicht das Zeug der Humanes-Leute einsammeln, sondern er wird sie an Motorradketten binden, also auch das, was von ihnen übrig ist, und sie in der Eingangshalle aufhängen. Dann kommt der Professor mit seinem Professorwagen, also irgendein dicker Van, wo man reinklettert. Konstantin wird dann euch beide darüber schicken. Jojo ist doch eigentlich gar nicht so dolle verletzt. Die hat doch kaum was. 2G1K. Ja, die bei einer Explosion sieht man aber einfach nicht. Und wie hast du schon mal von diesen inneren Blutungen gehört, die eine Explosion auslösen kann? Dann hätte sie ja Schmerzen.
Ja, Jojo, aber sie redet so offen und ehrlich. Du weißt schon, kennst du nicht das Sprichwort, ein Ultraschall sagt mehr als 1000 Worte? Ja, ganz bestimmt. Na, also erstmal kommt der Professor mit seinem verdammten Professormobil. Ihr werdet da von Konstantin hingeschickt. Der macht hinten die Tür auf und sagt, der Krankentransport ist da. Ja, dann steig mal ein, Karl, und ich fahr mit dem Motorrad nach Hause. Nee, du kommst hier mit. Rein. Sagt wer? Beide. Das stimmt. Ruf doch die scheiß Daten von dem, wie heißt das Ding nochmal? Vitalmonitor ab. Mir geht's gut. Soll ich die jetzt über die Matrix abgreifen oder will die feine Dame sich da wie dieses Mannkabel irgendwo reinstecken? Die will einsteigen. Die steigt ein. Ich steig mit ein und zieh hinter ihr die Tür zu. Also ich hab mir, das ist vielleicht eher ein spontaner Gedanke, aber der Vitalmonitor wird auf jeden Fall irgendeinen Datenbuchsenausgang haben. Also so, ne, damit man das nicht durch die Matrix schicken muss. Ja, sie hat keine Datenbuchse mehr, aber ja. Nein, nur der Eingang, halt so ein Stöpsel. Wo auch immer du willst. Okay. Wo du es dir halt reinbauen lassen hast, im Nippel oder so, was weiß ich. Da wird er dir dann ein Kabel in die Hand drücken, damit du das schön reinstöpseln kannst, weil er ist erstmal mit Karan beschäftigt. Oh. Ey, Karan hat erstmal mehr Schaden genommen als Jojo. Ja. Jo. Insane. Ich habe auch 2 Granaten gefressen, Mann. Naja, warte mal. Bei der ersten warst du doch gar nicht so hungrig, wenn ich mich recht entsinne. Die lag ja auch nicht direkt vor meinen Füßen. Ja, die andere war 2 Meter weg, sonst wärst du ein bisschen mehr beschädigt gewesen. Oder 1 Meter, egal, 2 glaube ich. Ja, der wird damit beschäftigt sein, Dinge aus deinem Körper zu holen. Ja, Jojo wird kurz das Kabel reinstecken, die Daten dahin leiten, wird dann das Kabel wieder rausziehen und aus dem blöden Auto aussteigen. Das ist aber schon losgefahren. Dann holst du ihr Motorrad selbstständig nach Hause. Das kannst du ja machen. Ich meine, die anderen würden das auch schon mitnehmen, ansonsten ist ja kein Ding, weil dein Motorrad kann auch selbst fahren. Ja, na klar, aber die müssen ja eh Karan. Ist ja auch egal, es sind bloß Motorräder, ihr fahrt zurück. Der verurkst Karan. So gut das jetzt erstmal geht. Dann würde ich abchecken auf Hochinneres hier Döns und sonst steht. Das Mini-CT auspacken, was man halt so dabei hat, ne? Also beim Mini-CT wird Jojos Kopf auf jeden Fall auch reingehen. Das ist ja auch eigentlich nicht mit Anfassen verbunden, sondern nur mit leg dich da mal rein. Also dein Kopf da rein. Vermutlich wird das so eine Röhre sein wie so ein Mini-MRT und das fährt über den ganzen Körper. Das kann schon gut sein, dass jetzt dein restlicher Körper wird auch mal abgesucht. Allerdings würde aber ja auch bei ihr sagen, du musst mal die Fetzen da runterziehen und die Panzerjacke. Sie wird sich hinsetzen, sagen, fick dich. Und, Denkst du, dein Vitalmonitor zeigt mir alles an, oder was? Bist du dumm? Granaten. Ich hab nichts abgekriegt. Da gibt's überhaupt keine Diskussion. Doch. Nee, gibt's nicht. Du kannst es auf die eine oder die andere Art haben. Wir können das gerne über Konstantin klären, das ist mir alles scheiße, ja. Und Granaten? Nee. Ich weiß nicht mehr, also, übrigens, das Piepen wird bald aufhören. Ist mir auch scheißegal, ob ich da Zoya drüber jage, ist mir alles Wurst. Du überlegst du jetzt, bis wir zu Hause sind, wie du das haben willst, und dann krieg ich eine Antwort, und dann wird das ja gemacht. Sie sagt nichts dazu. Das ist okay, du sollst ja auch überlegen. Dann seid ihr irgendwann angekommen und er wird Karan helfen, rauszukommen. Vielleicht nimmt er dich auch, trägt er dich sogar über die Schwelle. Das würde der machen. Nö, das kriegt Karan ganz gut hin. Das dachte ich mir schon. Und dann kommst du erstmal ins Krankenzimmer, weil so ein paar Sachen muss man halt auch noch machen, ne? Ja, klar. Dann ist Jojo aus dem Schussfeld. Ist er nicht. Wenn der Karan raushilft und den muss er nur so ein bisschen stützen am Anfang und dann kann der auch sich da hinschleppen, dann wird er sich zu dir umdrehen. Na, sie würde aus dem Auto steigen. Er wird sich eine Zigarre ins Maul schieben, anzünden. So, Jojo. Was? Zoya, ich, oder wie willst du das haben? Gar nicht. Das ist keine Sache, die es gibt. Denkst du, ich lasse dann später mit Blatt mit mir diskutieren? Der hat auch eine Schusswunde, natürlich, weil die auch verorkst, mir doch scheißegal. Unterschied ist nur, der muss erstmal auftauchen. Du bist halt schon da. Das wird nicht passieren, Ende der Diskussion. Das wird passieren, du kannst dir nur überlegen, wie. Wird es nicht. Wird es doch. Bitchfight. Du kannst dich jetzt nicht selber heilen. Wir wissen doch gar nicht, ob dieser Astralschwurbel da ist.
Ich will mich nicht selber heilen. Es geht mir gut, verdammt nochmal. 1, 2 Kratzer, mehr nicht. Das kannst du ja auch nicht wissen, weil diese scheiß Testanlage, die ich hier drin habe, echt nicht so besonders zuverlässig ist. Alter, dann hätte ich wenigstens Schmerzen oder irgendwas. Ich hab nichts. Ach, und diese Dämpfe, die da aus dem in dir splitterten Fenster rauskamen? Hast du schon mal deine Lunge angeguckt? Hast du da reingeguckt? Hab ich Husten? Nein. Ist doch scheiße, ja, ob du Husten hast, Alter. Hast du schon mal dran gedacht, dass irgendwelche zum Beispiel scheiß Schwermetalle sich irgendwo absetzen können? Bist du dumm? Rein da! Fick dich. Lass mich jetzt in Ruhe. Nee. Es ist mir völlig egal, wie das passiert, aber es wird passieren, rein. Nein! Jojo. Ab mit dir. Sie geht weg. Naja. Der Trick ist ja, dass so ein Troll immer schneller ist. Das heißt, er kann ihren Weg versperren. Da drüben, Krankzimmer. Geh mir aus dem Weg. Nö. Lass mich jetzt mit der Scheiße in Ruhe, Joshua. Ernsthaft, lass mich damit in Ruhe. Glaub mir, das ist für uns alle besser. Das musst du an der Stelle einfach nicht entscheiden, was da besser ist, also nee. Sie presst die Kiefer aufeinander. Rüber. Nein. Geh eine Sonderregelung rüber. Nein. Ey, Zoya, das ist gut, dass du da bist. Kümmer dich schon mal um Borstel. Den Anfang kannst du schon machen und eigentlich sollte da nichts Größeres mehr sein. Üblicher Kram. Verbrennung kannst du, glaube ich, ignorieren, nur die Salbe. Jut. Dann wird er sich auf den Boden setzen. Da kannst du nicht so jut rübersteigen, sag ich mal. Naja, wo ist der denn jetzt im Flur? Sie kann zur anderen Seite raus. Scheiße. Also quasi aus dem Haus raus. Ja. Outsmartet. Und der wirft dir eine Granate hinterher, die vor dir zum Liegen kommt. Du kannst, das heißt, du kannst nur in seine Arme. Na gut. Dann geht's so raus. Ja. Na gut, wisst, was das Jute ist? Na? Wie das Schicksal so spielt. Mumu. Wird dir flatternd entgegenkommen, mit seiner Schusswunde dich am Arm packen und da reinzerren. Das wird er auf gar keinen Fall tun. He doesn't fucking care. Wenn du ihn wegblasten willst, musst du mir das jetzt sagen. Ein Lass mich los gesteht sie ihm noch zu. Okay, Antwort. Es fritzelt. Dann würde er dich fester packen. Weil du wirst schon. Dann tut's mir leid. Force? 8. 4. Pff, was soll denn da passieren? Der Junge hat eine Schusswunde, das klar kann in dem Scheiß widerstehen. Ja, also ich würde sagen, er wird leider von diesem Zauber nicht weggeblastet. Er wird tatsächlich stehen bleiben. Also er wird natürlich so ein bisschen weggeschoben, aber er wird dich weiter packen. Und gepackt halten und dich dann hinterherziehen. Was wird denn das? Ich guck gerade, ob die noch einen hinterherschiebt, vor allen Dingen, wenn er sie jetzt gepackt hält und mit sich zieht. Achso, und übrigens fliegen natürlich so ein paar Reifen und so ein Shit weg um dich rum. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Welche Möglichkeiten gibt's noch, so einen Griff zu lösen? Die Kraft der Liebe? Nee. Pepsi-Coke. ich fürchte, das wird nochmal so eine Sache sein. Ich meine, er hat noch den Bruder-Bonus, deswegen haut sie jetzt nicht einen richtigen Kampfzauber raus. Du wirst es nochmal versuchen, ja? Ich will Fall. Nicht, das hat damit nichts zu tun. Jojo wirst, will das auch nicht. Wirst, habe ich gesagt, du wirst. So, pass auf. Im besten Fall wird er 1, 2 Meter zurückfallen, dann wird er aufstehen, wird auf dich zukommen, wird dich niederschlagen mit einem gezielten Hieb und dich dann halt... Das ist okay. Dann wirst du ein paar Stunden später mit einem schmerzenden Kiefer, einem blauen Auge, einem frisch neu gemachten Eckzahn und ansonsten ein paar Verurksungen aufwachen. Dann ist das so. Das ist doch schön.
So. Das war, genau. War wieder mal ein bisschen Pech für mich, so insgesamt, dass sie die erste Granate verschlucken, ohne dass was passiert. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut. Ist am Ende ja auch nicht so wichtig. Die hätten die ja eh irgendwie zumindest mit Verstärkung gebumst oder was. Oder den Pigeon Shaman. Eigentlich wäre der Pigeon Shaman cool gewesen, aber ich fand die Idee prinzipiell nicht ganz schlecht mit dem Getränkeautomaten die Treppe runter als Deckung, aber irgendwie ist mir dann eingefallen, diese Treppe, und dann war alles zu spät. Naja, jetzt haben sie wenigstens ein schönes Sarghotel. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Teigtaschen.